Warum bist du selbst so hart zu dir? Warum orientierst du dich an weltlichen Maßstäben, die niemand erfüllen kann? Lass dich bitte nicht durch schnelllebige Trends oder unrealistische Ideale in deiner Identität verunsichern. Denn ich selbst habe dich freigekauft und von allen Makeln und Fehlern reingewaschen. Mein kostbares Blut macht dich vollkommen. Wenn ich dich betrachte, sehe ich meine makellose Schöpfung so, wie ich sie in aller Perfektion geplant habe. Ist dir bewusst, dass du ein wandelndes Kunstwerk bist? Jede Zelle, jede Anordnung von Molekülen folgt einem bestimmten Plan, den ich erdacht und in dich hineingelegt habe. Das macht dich einzigartig, genauso einzigartig und kostbar wie jeden anderen Menschen. Du hast einen unvorstellbaren Wert für mich. Mein Beweis dafür ist mein vollbrachtes Werk am Kreuz. Und auch wenn du die einzige Person wärst, die mich annehmen würde, ich wäre trotzdem für dich ans Kreuz gegangen. Ich hätte trotzdem all das Leid und den Schmerz auf mich genommen, um dich zu retten. Daher hoffe ich, dass dir immer mehr bewusst wird, wie wertvoll du in meinen Augen bist. Schaue heute also weg von der Welt und hin zu mir, auf das lebendig gewordene Wort. Und passe dich nicht dieser Welt an, sondern lass dich von Gott verändern, damit dein ganzes Denken neu ausgerichtet werden kann.